Mittlerweile hast du eine Firma. Mhm. Du bist seit 20 Jahren bist du wirklich beim Gamen angeblieben. Und da haben wir jetzt, glaube ich, gerade hinten vom Quasimodo eine Frage. Und zwar, was genau macht deine Firma? Das ist Gebenga. Wir haben es vorher oder wir haben es noch nicht gesagt, aber ich meine, es war unten dran eingeblendet. Du bist mittlerweile CEO. Erzähl uns etwas von deiner Bude. Ja, das ist 2007, da habe ich die Firma gegründet mit einem Kollegen zusammen und wir haben dann Spiele gemacht, wo seit dem Anfang fürs Handy, wo man muss rumlaufen. Das heißt, mit GPS sind sie verknüpft, da muss man sich so vorstellen wie eine App und eine Schnitzeljagd kombiniert. Und das allererste Spiel, das wir gemacht haben, war für den Zoo. Da mussten wir ein Zootier einsammeln, wo in der Stadt verteilte virtuelle Tiere waren. Die sind ausgebrochen, da mussten wir mit dem Handy zusammenlesen und dann zum Zootier zurückbringen. Und wir haben das auch gemacht mit einem Mafia-Spiel, wo dann können, wenn du in einer Beize bist, kannst du die übernehmen und kannst den Pate werden von diesem Ort. Da kommen wir jetzt gerade darauf zurück, ja. Das ist Familie Rise and Fall. Genau. Das ist ja, also zuerst einmal, dass man es wirklich richtig versteht, das ist ein Game an sich selber ist zwischen der realen Welt, wie wir jetzt drin sind, und der virtuellen Welt, wo man auf dem Tablet und eben auch auf dem Smartphone kann gamen. Und genau. Ich glaube, 14 ist es jetzt rausgekommen, oder? Familie Rise and Fall, respektive wo es wirklich auch gross werden ist. Erzähl uns etwas dazu. Also wir sind jetzt eben dran, am Sequel, also an der zweiten Version davon zu machen. Das ist das, was wir auf Indiegogo hatten, also eine Crowdfunding-Plattform. Und was wir in diesem Spiel machen, jetzt, das erste war eben so 2D und ein bisschen beschränktere visuelle Sachen drin. Und jetzt machen wir alles 3D. Das heisst, es ist dann vielleicht wie ein GTA, wenn man so will. Und es nimmt die richtigen Karten. Das heisst, das Haus, wo wir jetzt so drin sind, kommt dann auch in diesem Spiel drin vor, kannst du auch reingehen und musst Quests halt abarbeiten. Musst zum Beispiel in einem Geldsack holen und den neu anbringen. Oder musst Bankräuber in einer Bank abholen und sie von der Polizei flüchten. Wir haben einen weiteren Chat-Kommentar, wo wir Ihnen nehmen von Unbekannt. Und zwar: Als ich Informatiker an einer Informatikerschule game gar nichts, nur meine Nintendo 64-Konsole. Darf mir niemand wegnehmen. Frage 1 von mir: Hast du mal 64er-Konsole gehabt? Nein, ich hatte nie eine. Und Frage 2: Welches ist dein allerliebste oder welches ist dein Lieblingsgame, wo heute noch Game ist, Matthias? Allgemein. Früher noch, ja. Also ja, eben das Metroid finde ich schon sehr geil. Das hat mich schon sehr geprägt. Da hat es dann sehr viele neue Versionen auf der späteren Konsole. Auch in 3D und so weitergespielt. Das ist eines der ersten Spiele, die ich gespielt habe. Und das war, wo ich auch die neuen Versionen gespielt habe. Wie nimmst du die Entwicklung wahr, jetzt von den 90er Jahren bis jetzt heute, von der ganzen Game-Entwicklung? Ja, es ist, eben technisch natürlich sehr viel passiert. Das, ist, das wissen wir ja alle. Eben, man hat kleinere Computer, bessere Computer, überall Grafik Computer. Ist, ja. Genau. Und die Grafik war früher noch sehr pixelig und heute enorm gut. Was spannend ist, ist eigentlich, dass die Spielmechaniken oder die Spielprinzipien gar nicht so sich so enorm weiterentwickelt haben. Sie sind immer noch sehr ähnlich wie früher, einfach in 3D, sagen wir mal. Oder? Und darum gibt es so viele Spiele von früher, die man immer noch toll findet, weil die eigentlich genau alles drin haben, was lustig machen, oder wo packen. Und der Rest ist wirklich Sugar. Also es ist so Mario Kart, das ist der Classic, genau. Oder? Also das ist irgendwie, wie alt ist das? Das ist aber 20-jährig, oder? Von den ersten paar. Das ist die 90er Jahre. Irgendwie, oder? Wo das kam. Und das ist heute noch der Burner irgendwo, wenn du an einer Party bist oder als Österheim, wenn das irgendwie spielst. Und jetzt, wenn wir euch daheim fragen, was ist eure Meinung? Wir wollen sie wissen. Was sage ich dir so zu der Entwicklung der Games? Eben von den 90er Jahren oder von den 0er Jahren bis heute. Schreibe doch das in den Chat rein, wie das vorher schon dahinter Unbekannt gemacht hat, uns nimmt es Wunder. Oder wenn ihr noch weitere Fragen habt an Matthias, dann kommen wir zu uns in die Sendung rein. Jetzt, heute hat ja praktisch jeder Haushalt einen PC oder eine Konsole. Wie erklärst du dir den Hype, dass heute wirklich jeder Schnauz muss unter dem Fernseher so ein hure Kästchen haben? PC ist ja noch so ein bisschen, ist ja noch ein bisschen klar, oder? Da hat man noch Wörter drauf und weiss gar nicht, was alles. Aber wie erklärst du dir den Hype? Ja, das ist halt die Industrie dahinter. Da verdient man viel Geld damit. Inzwischen mehr als mit Film, oder? Das ist ja noch krass, oder? Games machen mehr Geld als Film. Und das hat mit dem zu tun. Aber früher haben wir die Kästchen auch schon gehabt. Die, eben die NES, die ist einfach nicht so gut gewesen, aber die hat auch schon jeder gehabt. Oder halt Sega,
Game Gear oder so hat das damals geheißen. Mhm. Oder ich weiß jetzt den Namen auch nicht mehr. Mhm. Aber die hat auch schon jeder gehabt. Aber eben, es ist schon so, dass die Spiele, es kommen immer mehr Spiele raus, jeden Monat mehrere oder fast jeden Tag. Mhm. Und dann gibt es für jeden etwas. Oder? Und es ist auch so, früher waren die Spiele ein bisschen nerdig, gewesen, weil sie halt so pixelig waren. Ja. Oder? Ja. Und, aber andererseits in der Spielhölle hat es trotzdem auch alle gepackt. Oder? Und es hat auch alle Sachen gegeben, aber es ist ein bisschen abstrakt. Mit diesen drei Knöpfen und dem hohen Joystick, genau, den du früher hattest und die ganze Zeit so «Tiu, tiu, tiu» gemacht hast. Genau, so Pac-Man oder so. Ja, genau.